Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe hier in Forza Horizon 3. Und ihr seht schon am Titel, der 900 PS Club steht an. Der Zufallsgenerator war diesmal gnädig und hat uns richtig viel Leistung beschert. Wir haben auch eine volle Lobby und die Sonne geht gerade auf, also besser kann es nicht sein. Ja, gehen wir einfach mal die Wagen ganz schnell durch und auch wer sie fährt. Und da haben wir einmal den Porsche 911 GT3 RS gefahren von Murmel, dann haben wir den Ferrari F12 TDF von YOLO Tim, dann der Dennis Jokil, ist der einzige vom PXH3 Club, oder? Das ist Premiere, PXH3 in der Multiplayer-Aufnahme, ja? Hast du schon mal Bonus, sage ich jetzt einfach mal. Im 488, ist der Speziale, ne? Ja, ist der Speziale. Ja, unter diesem Ken-Block-Gleit ist es nicht so leicht erkennen, ob es ein Ford oder ein Ferrari ist. Ja, muss man dachte mal ein Lambo oder Ferrari. Gucki hat auch erst gedacht, es ist ein Lambo. Aber man muss dazu sagen, es war vorher Nacht und bei dem dunklen Design kann man es auch mal, ne? Kann man auch mal verwechseln. Ja, dann haben wir eine Dodge Viper gefahren vom Dom Taylor, dann eine Suchuk im Ultima 27, oder? Ja. Ja, dann haben wir den Higi im Porsche 911 GT2 mit RWB Bodykit. Dann der Gookie natürlich im Audi, wobei heutzutage ist es nicht mehr so normal. Früher war das schon normaler, dass er im Audi saß. Ja, ich muss mich auch mal ein bisschen abwechseln hier. Ja, klar, muss ja auch mal mit der Zeit gehen und so. Ja, genau. Dann bleiben wir beim Audi. Der Scarface hat den RS4, leider keine R6, den haben wir ja leider nicht im Spiel, sonst hätte er bestimmt den R6 genommen, oder? Lieben gern. Ja, lieben gern, natürlich. Dann Tamin, unser absoluter Exot, der traut sich heute was. Er fährt natürlich mit Gruppe B-Monster, mit dem MG Metro. Er pokert natürlich, dass wir heute ein paar Rally-Races fahren. Und vielleicht ist es ja auch so. Der Zufallsgenerator darf ja wieder entscheiden heute, was wir fahren. Das war dann aber noch mit dabei, der TVX Galaxy mit dem McLaren P1. Er musste eigentlich nicht mehr groß viel tunen. Das Ding hat schon 900 PS oder ein bisschen drüber. Aber wie man tunen durfte, da sage ich gleich nochmal was dazu. Dann haben wir noch jemand ohne Namen, das werde dann wohl ich sein, natürlich in einem Porsche 911 Turbo S, nochmal ein bisschen scharf gemacht, ähnlich so wie ich den schon im Let's Play gefahren bin, natürlich aber nochmal ein bisschen angepasst, weil wir gewisse Voraussetzungen natürlich haben, wir können ja nicht einfach alles erlauben, wir müssen ja auch irgendwo welche Regeln einführen. Und dann haben wir noch dabei den XD, der ist mit dabei mit dem Mercedes CLR, oder? CLR heißt er doch, oder? Ich weiß gerade selber. CLK GTR. Ah, genau sowas. CLK GTR. Oh, ja, Schande über mich, ey. Ja. Zu den Aufbauten. Also, wir haben uns was überlegt, weil es immer die hitzige Diskussion ist, erlaubt man Allradumbau oder nicht? Wenn man ihn erlaubt, dann baut irgendwie jeder auf Allrad um. Wenn man ihn nicht erlaubt, dann fährt jeder ein Allradfahrzeug. Und deswegen haben wir uns Folgendes überlegt. Wir verbieten den Allradumbau, wir verbieten auch den Motorswap, weil es am Schluss sonst jeder mit dem Aventador Turboaufbau rumfahren würde. Und dann haben wir einfach gedacht, die mit Heckantrieb unterwegs sind, dürfen mehr Leistung verbauen. Die dürfen von 900 PS bis sogar 940 PS verbauen, während und zusätzlich noch einen höheren Li von 990 maximal, während die Allradfahrzeuge nur von 900 bis 910 PS verbauen dürfen. Und einen maximalen LI von 970 in diesem Fall. Ich denke, das ist eine faire Lösung und ich denke, das verspricht dann auch spannende Duelle, zumal wir sowieso alles querbeet machen werden. Was wir aber auf jeden Fall safe machen werden, ist auf jeden Fall der Sprint am Anfang, beziehungsweise das Track Race. Ich sehe gerade, dass ich das Track Race im Zufallsgenerator drin habe. Den machen wir gleich mal weg, weil den fahren wir jetzt sowieso am Anfang. Ich gehe mal kurz raus aus der Drohne und dann, wie sagen, legen wir auch gleich mal los mit dem ersten Vergleich. Ja, wer beschleunigt denn am besten? Ich denke mal, die Allrad Fraktion wird auf den ersten Meter abgehen wie sonst was und danach dann halt nicht mehr. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, meine Karre ist ein bisschen höher als der Rest. Der MG Metro ist genau gleich hoch. Ja, wenn Höherlegungskit ist ja auch mittlerweile modern. Zumindest also ich stand ja neben dem McLaren P1 und hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich auch gerade einen Bus fahre. Dabei ist der Turbo schon ganz tief. Warum nicht, ne? Busfahren ist halt modern. Ja. So. Wir fahren V12, aber kein Aventador. Das flacheste Auto sowieso. Das ist halt der sowieso Angel klar. Also das flacheste Auto ist sowieso ein paar Blatt Papier mit vier Rädern, ja. Hast du recht. Oh nein, ich starte fast hinten. Oh, ich starte auf dem letzten Platz. Das sehe ich noch gar nicht. Ich frage mich gerade, warum ich die TDF-Version genommen habe und nicht den normalen F12. Sollte ein Preisvergleich kommen, habe ich vergackt. Ja. Mein Gott. Ja, ich beim TDF kann man nicht mehr einbauen. Du hast ja voll wenig LI.
Ja, das merke ich auch gerade. So, jetzt irgendwann wird mein Heckflügel mich bestrafen, glaube ich. Der bestraft mich jetzt schon. Bei mir macht es jetzt schon. Noch geht's! Weg. Noch geht's! Hey, jetzt ziehen wir alle an mir vorbei. Zieh! Ja. Michael, du sollst nicht so eine fette Karre nehmen. Nein. Doch, doch. Oh. Aber da ist schon vorbei. Ja? Da ist schon vorbei. Ach, boah. Krass. Guck mal, hätte ich mir nicht gedacht, dass wir beide vorne bleiben. Nee, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir beide vorne sind. Hätte ich nicht gedacht. Dennis, schau mal die Endzeit. Ja, ich hab's gesehen. Eine Sekunde. Also, OPB fährt 23 Sekunden. So. Ja, weiterer Hinweis, wir haben auch nochmal was geändert, weil die Diskussion bei uns zumindest immer entsteht. Jetzt für euch Zuschauer ist es wahrscheinlich nicht so relevant, aber es wird immer wieder gefragt, hey, wenn man Heckflügel hat, darf man den umstellen? Oder wenn man ein anderes Fahrwerk drin hat, darf ich die für die Offroad-Rennen höher stellen oder sonst was? Und da sind wir jetzt einfach so verfahren, dass wir gesagt haben, ja, man kann mal so ganz schnell was umstellen, aber man soll keine zwei verschiedenen Setups vorbereiten und abspeichern, dass man die laden kann. Das heißt, wenn, dann einfach halt ein bisschen was dran rum ändern, kurz vor dem Rennen, aber jetzt nicht ein komplett eigenes Tuning oder sogar komplett andere Tuning-Einbauteile für verschiedene Formate irgendwie entsprechend, ne, einbauen und so weiter und so fort. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. So, ja, einen Flugtest können wir schon mal machen, würde ich sagen. Und danach, oder in der Zeit, lose ich dann auch schon mal aus, was wir dann als nächstes machen werden. Oder der Zufallsgenerator sieht besser aus. Ich Hilfe! Guck mal, was es ist. Wow! Warum zieht der Metro nicht gerade ab? Ah, der Metro, der Schatz. Ja, weil der Metro 900 PS hat. Und weil der Metro nur eine glatte Tonne wiegt. Ja, aber der Metro wiegt halt nur eine Tonne, glatt. Oh, ich hab die Schanze verpasst. Hoppala, ich bin falsch hingefahren. Nee, nicht schon wieder. Kleiner Funfact am Rande. Ich bin ja den Turbo S mit Maximalaufbau schon im Let's Play gefahren. Der hatte am Let's Play mehr Leistung. Ich musste tatsächlich ein bisschen was aufbauen, weil ich ja ein Allradfahrzeug habe, durfte ich ja nur auf die 910 PS kommen. Während der im Let's Play, glaube ich, 916 oder so hatte. Warum kommst du mit dem Porsche so? Ich komme mit dem Ferrari gar nicht so. Liebe Grüße an die Mama oder die Schwester, die man im Hintergrund bei irgendjemandem hört. Ja? XD. XD. XD, okay. Also ich würde euch empfehlen, euer Mikrofon zu muten, wenn ihr schon hier ja, öffentlichen Location spielt. So, das nächste, was wir fahren werden, ist ein Straßenrennen. Also eigentlich gleich die größte Abfuckdisziplin, die man so haben kann. Ja, warum? Ist doch schön. Dann nehmen wir das mal da oben, oder? Sieht cool aus, machen wir einfach. Ups, nee, ich muss die Route machen, nicht die Dingroute. Fahren wir mal hin. Doch, die Gruppenroute ist doch die Gruppenroute. So, und jetzt kann ich erstmal Gebrauch machen von, ich tune mal ein bisschen was an meinem Fahrzeug und dann gehe ich jetzt einfach mal hier auf Aerodynamik und mache einfach mal hier ein bisschen mehr Flügel und zack. Scheiße, ich hätte vielleicht einen Forza-Flügel draufsetzen sollen. Oh ja, ist mein Schande über dich. Mein Lieblingsstraßenrennen. Wieso fahre ich eigentlich der Straße nach? Oh ja. Ich habe sowieso keinen Depp der Straße. Also ich hab Allrad, aber kann ja auch nicht Offroad machen. Ich hab breite Hinterreifen, ich kann Offroad. Oh Gott. Ich hab Querfahren. Er brauchte Offroad. Warte, welches Auto ist da in meinem GT3? Welches Auto ist da in meinem GT3? Warum wundert's mich nicht, wer mich getroffen hat? Ja, ich wollte das Auto schnell waschen. Ach, der Ultima. Warum muss der Baum stabil sein? Wir haben ziemlich viel Porsche-Anteil heute. Autoklasse beliebig aus, Kollision machen wir ein, würde ich sagen. Wenn Straßenrennen, wenn sich der PS-Club trifft. So, aufpassen, das richtige Fahrzeug wählen. Dann richtig, ne? Hups, Centenario. Also Straßenrennen für echte Kerne, mehr oder weniger. Ja, klar, PS-Club, ich meine. Oh je. Wann treffen wir uns eigentlich zu unserem echten PS-Club, also zum 50 PS-Club, weil mehr kriegen wir wahrscheinlich nicht zusammen. Ja, 100 kriegen wir schon, kriegt schon jeder. 87. Nee, ich habe nur 86, also. Echt? Ja, klar, mein Leon hat nur 86 PS. Okay. Oder für ja, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus. Ich könnte jetzt verraten, wie viel Leistung mein Auto hat, aber dann würde ich das große Geheimnis um mein Auto noch den Leuten viel näher bringen, deswegen sage ich nicht, wie viel ich habe. Das kommt noch früh genug raus. Audi hat sich schön eingekauft hier ganz vorne. Weißt du, Vorsprung und Technik, ne? Ja, eben. Vorsprung durch Einkauf. Warte, alles klar. Sorry. Alles klar. Durch die Kollision in den Verkehr ist es ja nicht so eine Sache hier. Ja, durch das Wasser. Okay. Ey, werde ich hier abgedrängt. Boah.
Mach nicht so, ich dürfe ja nichts mehr, dann schon. Kann ich ja ein bisschen wegkriegen. Ah, nee, das ist nicht ganz so nett. Ah, Mann! Ja, Leute. So nett hat ja auch niemand gesprochen. Das wo ist denn der Checkpoint? Ach, da. Und als kleiner Tipp bei Straßenrennen, immer da, wo der Checkpoint ist, ist meistens auch spätestens der Scheitelpunkt der Kurve. Manch einer sollte lernen zu bremsen. Vor einer Kurve. Und keine Autobahn zu fahren. Ugi, wann treffen wir uns eigentlich in Real Life, du mit deinem R8 und ich mit meinem Turbo? Oh fuck, da ging's ja links rüber. Wer mag cool. Wer steht da? Wer ein YouTube-Video wert? Warte mal, ich sag mal zu meinem Bekannten, ob ich sein Audi kriegst. Der hat ja eine 8. Ja. Kennst du jemanden mit einem Turbo S? Ja, jein. Also ich sag mal so, ich bin den Turbo S schon gefahren, aber der arbeitet bei Porsche und hat den halt nur von Porsche bekommen. Also das heißt, der gehört ihm nicht selber. Er selber fährt ein Panamera. Turbo. Eh nur ein Panamera. Ja, es ist auch cool, aber... Oh, vor mir leckt einer, aber ganz gewaltig. Oh nein, 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 ach komm schon. Was leckt er denn? Nee. Deine das sag ich jetzt nicht. Das hab ich nicht gesagt. Piep. Hat doch nicht angedeutet. Nachträglich rausgepiept, ja. Das war im Delay beim Pieper. Ich teste gerade jetzt schon meine Aufholfähigkeiten. Ja. Ich hasse diese Strecke jetzt Alter, schon. Alter, ist das knapp. Alter, Gubi, ey, wir geben's uns heute richtig, ey. Hätte ich nicht gedacht, dass unsere Autos so abgehen heute. Deutsche Wertsarbeit. Schon wieder 1 und 2, ey, was geht? Ich glaube, wir hören auf. Cookie und ich, unsere Folge ist beendet. Bei YoloTip könnt ihr den Rest noch gucken. Tschüss! Ciao! Man soll immer aufhören, wenn es am besten ist. Ich bin am Anfang gleich rausgeflogen durch dieses Kackwasser. Bei YoloTip, ja. Wie man gerade sieht, muss es noch ein bisschen besser werden, bevor die Folge beendet. Wie viele Leute sind da beim Autobahn rausgeflogen? Voll. Vom Checkpoint in der Autobahn, das sind glaube ich mindestens 3 Leute eingeschossen, reingerauscht in ihn. Ich wurde halt zweimal an einem Checkpoint vorbeigeschoben, gar ich halt auch nichts für. Naja, klar. Da musst du lernen, dich zu verteidigen hier, Junge, nicht nur wegschieben lassen. Ja, das Ding wiegt halt nichts, was ich mache. Wie machen wir das, wenn der Zufallsgenerator meint, wir machen zweimal die gleiche Disziplin, dann machen wir die auch oder nicht? Ja, nein. Nein, doch, kann man ja an das Event fahren, ne? Also, ja. Machen wir mal, was der Zufallsgenerator sagt. Ja, bei allen wichtigen Lebensentscheidungen frage ich immer den Zufallsgenerator, ist ja klar. Soll ich jetzt was essen oder nicht? Nein. Soll ich was essen oder nicht? Nein. Nach 2 Wochen, spätestens da, frage ich nicht mehr. Zur Info an die Leute draußen, Ray hat sich vor ein paar Tagen auf Amazon die magische Mischmuschel von SpongeBob bestellt, also... Wer hat da die Ente? Leben so sehr. So magisch. Machen wir jetzt aber mal ein Straßenrennen ohne Kollision diesmal. Ja. Danke. Ja gut, deswegen ist Tim immer noch ganz hinten, das ändert ja nichts. Müde uns, ey. Charmant wie ihr und ihr, Gugi. Charmant. Wir fahren noch nicht so ganz auf, aber... Nee, leider nicht. Aber warten mal noch ab. Ich hoffe noch. Wobei der NG-Meter konnte das auch extrem stark mithalten. Ja, klar, der war. Ist ja Zweiter geworden, oder? Ach, du Scheiße. Nee, ich bin Fünfter oder so geworden. Oh Gott! Ich hab da eine Kurve nicht gekriegt. Wuhu! Ja, da war der 4 auf einmal im Weg. Ne, der erste 4 meine ich. Die letzten Kurven habe ich irgendwie alle nicht gekriegt. Da ist der auch noch rausgerutscht. Sau! Baum! Boah. Alter, ist aber auch gerade richtig dunkel hier. Mein RS4 hatte was dagegen, dass Tamin vor mir fährt. RS4, sagt man. Mit dem R6 hättest du gewonnen. Ganz klare Sache, also. Würde ich mich gleich mal bei Turn 10 oder Playboy und so. Ja, und ich bekomme immer wieder die Frage, wahrscheinlich hat es sowieso schon jemand in die Kommentare geschrieben: Warum gibt's kein RS6 im Spiel? Ja, das weiß ich auch nicht. Also, ich kann halt auch nicht beantworten. Das kommt nicht. Ich kann mir noch vorstellen, dass sind sowieso die Fragen: Warum nimmst du nicht den RS6? Ja, oder das, ja. Also, das verstehe ich auch nicht. Warum hast du nicht einfach den RS6? Hättest du einfach die 4 durchgeschrieben, 6 hingeschrieben, ja. Fuck. Du willst mal nicht, ich habe beim Porsche GT3 gemacht haben und haben GT Turbo hingeschrieben. Gibt's ja auch die Designs von dem her. Ja, hat nicht sogar JP auf seinem GT Turbo drauf? Ja, sage ich ja. Achso, ja, okay. Bei dem steht's ja drauf, aber bei uns kann man halt das GT3 nicht wettmachen. Ja, klar. Beliebig, Teams, Kollision aus. Kollision aus. Ich hab's auch heute mit den Bäumen, Alter, das ist unglaublich. Ja, die ganze Zeit das Auto wählen. Aber das Audi Sportdesign für ein R8 sieht gar nicht mal so schlecht aus mit der zweiten Tagen.
Dafür, dass Lukas lange nicht mehr da war, steckt er einen ganz schön an mit seiner Baumkrankheit. Das stimmt. Jetzt hast du es wie jetzt wird wieder nach Lukas gefragt. Wie kriegt man, Mann, wird man nie wieder los? Durchgekommen und hat mich kurz vor der Straße drei Bäume getroffen. Das wäre mal eine Frage. Ich habe die Theorie, dass die Bäume eigentlich große Magneten sind und die Autos einfach so anziehen. Das ist meine Theorie. Ach, auch ein Baummagnet? Ach nee, das ist einfach nur Herpes. Da würde ich gerne mal die Abhandlung dann von dir lesen. Dritter Platz, ich werde vermutlich wieder als Dritter. Geil, ich starte schon wieder ganz vorne. Ja, finde ich nicht nett. Rein. Der Kopf überhaupt nicht. Die Position ist diesmal aus, das heißt, ich kann diesmal einfach durchs Feld durchfliegen. Ich meine, ich beschleunige von 0 auf 100 in unter 2 Sekunden. Ich meine, hallo? Ich sehe nichts. Ah, das ist die Strecke, oh ne. Da habe ich jetzt Respekt vor. Weil bei der habe ich schon echt einiges verkackt. Max. Ja, der natürlich der einzigste Baum, der nicht durchlässig ist, oder was? Den treffe ich natürlich. Was willst du eigentlich? Du bist vor mir. Nein, das ist Gummi. Doch, du bist vor mir. Nein, das ist doch nicht die Strecke. Voll verwirrt. Ich dachte, das ist die Strecke, wo wir in Surfers Paradise reinfahren. Alter, schon wieder ein Baum. Wir fahren ein bisschen näher ins Haus. Ja, ich merk's gerade. Wieso gibt's nicht Tagduelle? Wieso müssen es immer Nachtrennen sein? Weil das illegale Straßenrennen sind im Spiel. Das sind ja keine Veranstaltungen vom Horizon. Nein! Warum muss ich den jetzt verpassen? Ey, Spiel, komm schon. Ich bin doch da sogar noch durchgefahren am Rand. Wollt ihr mich verarschen? Das ist Horizon. Ich hab Forza-Logik. Ich will einen immer verarschen. Forza-Logik ist, fahr ein bisschen durch oder es zählt nicht. Hey, manchmal kannst du auch dran vorbeifahren und es zählt. Ja. Phantomtor. Alter, wer ist Kurve, ey. Alter, war das jetzt. Aber ich hab's gestanden. Ich hab den Backflip mit einer 180 Grad gestanden. Deutsche wäre dabei, da haben wir es wieder. Das hättest du nicht machen dürfen, Lugi. Ich glaube, drei Leute haben dir zugeguckt, inklusive wir, und sind alle in die Wand gefahren. In die Wand gefahren. Wir waren begeistert. Yeah. Och komm, jetzt dreht er sich ein, Alter. Ich hätte ein anderes Auto wählen sollen, Alter. Ernsthaft. Gugi werden aufhören sollen. Ich bin am Ziel vorbeigefahren. Ja, das ist ja der Scheiße. Ich glaube, das ist mit unter anderem eins der behindertsten Straßenrennen hier. Diese eine Kurve, wo du abgeflogen bist, plus eben die Zieleinfahrt und die eine Kurve weiter vorne ist auch nicht so. Aber du musst dir meinen Stunt musst dir ansehen, der war richtig 1A. Also das wäre beim Freestyle mit Sicherheit 20 Punkte gewesen. Naja, oder was in der Realität wäre der Audi-Schrott gewesen. Aber ey. Ja, darum darf es halt nicht gehen. Er ist halt ein bisschen zu tief, wie so was, aber ansonsten geht schon. Das Wasser fand ich so, ja, wie das hat meinen Wagen total rausgeschmissen. Ich hasse es, der wird schon kein Bock mehr, ich bin Tilde. Jetzt können wir doch bestimmt auf Offroad fahren, oder? Ich ahne da was Böses, was jetzt kommt. Offroad. Preisvergleich. Der Zufallsgenerator wirft Grip aus. Grip, ja, no. Das Automagazin. Alle mal eine Folge anschauen, das ist Strafe genug. Nein, Spaß. Wie legt man das Auto nochmal höher? Wie liegt man das Auto höher? Genau. Kommt jetzt Grip So. Ein Zentimeter mehr muss reichen. Mach einfach Grip. Ich würde mal sagen, unser MG Metro darf sich ein Grip-Rennen aussuchen. Komm, sag an. Soll mir ein Grip-Rennen aussuchen? Ja. Welches Logo haben die denn? Ich fahre. Also ich muss um 6 Gang starten. Sind diese zwei Autos nebeneinander über so... Nimm die Bergaussicht, Ahnung. Bergaussicht! Ja, genau! 11,5 Zentimeter genug? Achso, Grip-Rennen. Ah, gut. Das ist da, wo wir gleich hier haben, vor uns. Das ist da. Das ist kein Grip-Rennen. Doch. Nein, das ist ein Querfeldeinrennen. Oder? Oder welches meinst du? Doch, stimmt. Pistenwegfahrt, das ist ein Querfeldeinrennen, steht da auch dabei. Das sind da, wo die zwei Autos abgebildet sind, das sind die Kleinen. Naja. Gibt aber gar nicht so viele davon, ne? Es gibt Bergaussicht, dann gibt's... Also ich hätte schon längst eins, jetzt mach. Nicht das vom letzten Mal, bitte. Nein. Doch, dann nehme ich hier das Standardding. Das, was wir immer nehmen. Ja. Okay, alles klar, die Nordebenen. Okay, dann portet sich mal jeder bitte hin, weil sonst ist wieder irgendjemand nicht dabei und dann ist das Geheule groß und dann laufen alle wieder zu der Mami und dann... Wo ist denn das Ding? Muss ich wieder dahin zum Elternsprechtag. Elternsprechtag machen meine ich und dann, ja, ist das so. Welches? Da oben im Monat, da, okay. Hier, mein Auto hüpft einfach erstmal kurz. Ich weiß nicht, soll ich da tatsächlich was ändern oder so? Ach, eigentlich kann ich das so tief lassen, oder? Crossstrecke Griprennen. Oder welches ist das? Ah, ich lasse es, komm.
Ich wieder ein interessantes Auto, was hierbei rauskommt. Cooper Paddy, ich weiß gar nicht jetzt, welches er meint. Nee, das aus dem. Guck doch einmal, wo alle sind. Jetzt sieht man den Spoiler besser. Oh, geiles Bild. Ja, jetzt sieht man ein paar Spoiler. So, Chokin Porten, bitte. Geht das nicht von rüberan von der Map aus, das Beitreten? Ja, aber das ist. Ja, das Problem ist halt, dass der dann erstmal hierher porten muss. Und dann schon in der ersten Lobby und dann ist quasi der Timer abgelaufen. Dann sind als öfters mal viele Leute nicht dabei. Dennis, porte dich mal rüber zu uns. Ja, ich kann mal. Alter, ist das eine hässliche Kombination. Uff. Der MG Metro Spoiler obendrauf hat was, oder? Gott. Ich krieg nicht geportet. Start einfach schon mal Raven, kannst du nicht porten. Mensch, Leute. Mach einfach. Kauft euch doch mal die Port-Erweiterung, ey. So, ja. Boah, wer ist denn schon wieder der Spiel? Spaßverderbe. Also, meine Ports sind immer gratis. Ich hab mir gar nicht hoch. Ich versuche irgendeine Form von Grip zu erreichen hier. Boogie macht erstmal Beyblade. Kollision an oder aus? LOL! Das Detail sehe ich ja jetzt, ich habe eine Warnleuchte. Kann ich leider nicht auswählen. Dann kann ich League of Legends hier spielen, ich weiß nicht, was ihr habt. Wann ist die Zeit? Ach egal, komm. Ist es Nacht oder Tag oder Nacht? Ist doch scheißegal. Nee, bei Nacht würde ich Kollision aus. Macht sowieso keinen Unterschied. Dafür gibt's ja die Lichter an den Autos. Ist ja wie in Real Life, wenn Nacht ist, ist die Kollision aus. Da kannst du durch alles durch. Achso, deswegen werde ich immer zu Einsätzen in der Nacht gerufen mit der Feuerwehr. Genau, kannst du überall durch. Weil man überall durchfahren kann, ist klar, ja gut, weiß ich. Hausweg. Du kannst dann durch das blaue Licht, was du vor dich wirfst, kannst du durch alles durch. Und dann meinst du wie so eine integrierte Portal Gunway? Deswegen sind Rettungsgassen eigentlich auch gar kein Thema. Ich verfährt mal einfach durch. Ja, dezenter Vorteil für Allradfahrzeuge jetzt. Muss ja den Kuhfänger wie bei Mythbusters vorne dran bappen ans Feuerwehrauto. Dann kannst du einfach die Rettungsgasse selber bauen. Nein! Der nächste Warum Auto, der sich eingekauft hat. Warum starten eigentlich immer Allradautos vorne? Ja, klar. P1 Allrad. Ja, doch. Ups. P1 Allrad, ja klar. Ja, aber der Audi ganz vorne. F12 Allrad. Ich bin genau. Erstmal mal vorne, also das ist ja. Oh Gott. Grip! Ich suche Grip! Ich bin kein. Yo, ich kann erstmal auf dem Scheiß. Boah, der Scheiß sitzt hier und geht jetzt 2 drauf, ey. Weggerannt. Alter, willst du mich trollen, Forza, Alter? Das war doch durch. Willst du mit der Forza will mich echt verarschen, Leute? Leute! Ja, nochmal fahren jetzt hier! Nee, ich glaub, die wollen nicht fahren. Alter, ist das eine Scheiß. Boah! Rafer innen. Alter, ich krieg gleich. Ihr fährt alle zickzack, was ist denn los? Ja, fahr in den Dunkel. Alle bis jetzt, oder was? Vor allem auf der normalen Straße schaffen sie es nicht mal zu fahren. Das nächste Mal machen wir den 100 PS Club, wenn ihr mit der Leistung nicht klarkommt. Ey, muss ich mit dem Zufallsgenerator reden, dass er. Gut, so viel Micha, bleiben eh nicht mehr übrig. Im 100 PS Club musst du ein Reliant fahren. Oder wie ist das? Scheiße, Reliant fahr ich nie wieder. Ich bin traumatisiert von Blizzard Mountain noch. Also ich hätte es vielleicht doch hochlegen sollen. Audi auch gerne. Das Auto mag es gerade nicht so, oder die ganze Sprünge. Was meine ist halt trotzdem noch extrem tief. Oh, fuck, vorbei. Ups. Ich hätte vielleicht ein Auto mit Allrad wählen sollen. Was? Voll rausgeschoben. Ja, sonst hättest du ja, eben vorbei. Was lernen wir aus der Geschichte? Fuck. Trotz der mehr Leistung der heckangetriebenen Fahrzeuge. Allrad ist einfach mega OP. Oh nein! Zum ersten Mal einen Checkpoint verpasst bei dem Rennen. Mich so verwirren lassen vom Tarmin da vorne. Der fährt halt auch. Ja, so. Tarmin fährt aber auch hier. Ja, sorry, ich hab GTA vorher gespielt. Beste Voraussetzungen. Ja, ähnliches für Sigma, da. Also fährt sich auf jeden Fall total gleich. Gibt's gar keinen Unterschied. Ja, würde ich auch sagen, ja. Immerhin habe ich Dirt Rally vorher gespielt. Das ist schon. Boah, das ist auch sehr ähnlich. Jetzt zumindest war es ein bisschen awkward, was ich gefahren bin. Tschüss, P1. Da ist der Checkpoint verpasst. Ja, so ging es mir auch gerade. Jetzt gewinnt der MG echt noch mit seinem dummen Fahrstil da vorne. Hallo. War durch, Ray.
Checkpoint der einen. Ja, vor. Kann ja vielleicht nochmal irgendwann vor so spielen. Na, schon wieder an dem Checkpoint. Ey, was ist denn heute los, ey? Werden die Autos eigentlich versteigert wieder? Das Problem ist, man verliert, wenn man Checkpoint verpasst, halt nicht nur ein bisschen Zeit, sondern richtig viel Zeit. Ja, in der Tat. Ja, dann wärst du noch angeschoben. Das macht natürlich ganz viel Spaß in der Kurve. Ich hab dich nicht berührt. Nein! Diese Computer sagt nein. Ich glaube, jetzt geht's gleich los. Ey! Bleib da auf dem zweiten Platz. Seit wann bin ich eigentlich Fünfter? Weiß nicht. Seit gerade eben. Ach Mensch, das wären. Sieg gewesen hier. Ich glaube, das wäre sogar ein Doppelsieg wieder geworden, Googie. Nur diesmal bin ich eigentlich immer Letzter. Aber wir mussten beide einen Checkpoint verpassen. Mal gucken, mal von der Runde Zeit noch den Ferrari an. Nicht dominiert. Die ja. Hast du einen Allradumbau drin? Hä? Hast du einen Allradumbau? Nein, ich habe einfach keinen Reifendruck hinten. Nein, weil du nur. Ja, ich werde nicht Letzter. Leckisch. Die überraschende Fahrt hat in die schnellste Rundenzeit. Ja, Cookie nicht, da hätten wir einfach besser performen müssen. Die Speed hatten wir gehabt. Ja, die Speed hatten wir gehabt, nur deine Checkpoint ist da irgendwie blöd passiert. Ja. Was mache ich falsch? Ich habe ja in der Runde vorher ich geschaut, oben in der, wie soll ich sagen, Bergaufstück da in der asphaltierten Kurve noch, bevor man auf den Schotter rausgeht. Habe ich ja extrem viel Vorsprung gehabt, fast die ganze Kurve. Ja, du warst ziemlich weit. Ich wurde halt am Start ein bisschen aufgehalten. Ja, ich bin ziemlich gut vorbeigekommen am Anfang. Weil diverse Leute gemeint haben, sie müssen zickzack fahren. Nee, das war glaube ich meine Schuld, weil ich Checkpoint verpasst hatte. Ja, das haben einige gemacht hier. Also, ja. Ich glaube, du musst noch mal eine Forza-Fahrschule einrichten oder so was irgendwie. Eine Forza-Fahrschule? Ja. Ich will nicht mein Letzter sein. Gibt, nämlich dich, oder wie? Das wäre glaube ich gar nicht mal so unwahr. Was fahren wir jetzt? Jetzt haben wir das Geilste überhaupt. Ey, das hatten wir glaube ich schon. Ja gut, der Max kann nicht Top Speed Test. Der muss auch in die Fahrschule. Ja, ich bin gesprungen, was kann ich dafür hinterher? Was machen wir jetzt? Topspeed-Test oder was? Nein, das hat noch niemand gesagt, was wir machen. Das weiß nur der Zufallsgenerator und ich. Und ich suche gerade, wo wir das am besten machen können. Soll ich hier mal? Infiziert, stimmt's? Na, König. Oh oder Gott. Ist ja langweilig, Andi ist ja gar nicht da. Mach mal hier. Ja, doch, König und Flaggenjagd geht ja auch. Also, jeder portet sich mal. Wohin? Und eingeparkt. Zum Staudamm, bitte. Staudamm! Wo Staudamm? Ich suche den Staudamm. Ihr habt Löffelliste? Genau. Der Staudamm, das ist nur so. Ja, wie soll das mit der Löffelliste funktionieren? Jetzt nochmal bitte erklären. Kannst du mehr einen machen? Aber ja, zu zweit. Was machen wir jetzt? Zack. So, alle mal hinter mir aufstellen, bitte. Ich würde mich hier gerne hinter dir aufstellen. Es lief. So, wir machen die Speedzone, ne? Korrekt! Einer, der nachdenkt. Oh Gott. Oh je. Ja gut, da kann jemand nicht bremsen. Oh Gott. Also zur Erklärung, hier links von mir ist ja so ein weißer Strich, sag ich mal. Das ist der Startpunkt. Ja, jeder fängt hier an, bitte. Ja. Den Audi lassen wir da jetzt abbiegen. Ja, hier ist das. So, genau, dass jeder halt den gleichen Anlaufweg hat. Da vorne ist so eine Doppelrechtskurve dann da oben am Berg. Das ist eine Speedzone. Und ich fahre einfach mal durch. Jeder merkt sich einfach, was er für eine Geschwindigkeit erreicht hat. Und dann gehen wir das einfach ganz schnell durch. Und dann würde ich mal sagen, ich fange einfach schon mal an. Lass aber dem Matzer den Vortritt, weil ich glaube, der ist ein bisschen schneller wie ich. Du weißt schon, rechts über 100 haben wir nicht. Also hier schon. An der Straße. Ja, Australien. Sag, wenn du oben verschwunden bist, fahr ich los, oder? Ja, kannst du machen schon. Ich weiß nur leider nicht, wie schnell ich wirklich kann, aber ich hätte viel schneller durch können. Du Sucker, du musst echt lernen zu bremsen. Ich hätte von hinten angeschubst, das sollte machen. Ja, nein, Verkehr! Das ist ja die Richtung, bitte. Hätte ich Kurve viel schneller annehmen können. Alter, wie lang ist denn die Zone? Dachte ich voll kurz. Ey, ich kann nicht weiter nach vorne, also muss ich. Mein Gott. Wieso schiebt mich der GT2 an? Weil mich der GT3 hier anschiebt. Weil mich die Viper anschiebt. Wer ist ganz hinten? Weil mich der Mercedes anschiebt. Weil mich der Metro anschiebt. Weil mich der Metro anschiebt. Da ist ein Meter Platz zwischen, aber egal. Weil wir alle Zug spielen. Hauptsache auf die anderen Fahrer schieben.
So, gehen wir mal hier in die Drone-Modus. Pfiou! Ja, das war clever, ich habe nicht geguckt. Ich geh nochmal rüber. Ich muss sagen, es ist tatsächlich ein bisschen ein Glücksspiel, wie der Verkehr auch mitspielt, ne? Also ich suche hier schon mal wieder die Ausreden, da merkt man wieder, was für ein Profi ich bin. Ja. Man sollte vielleicht auch gucken, dass man gefahren ist. Ja, das habe ich geguckt. Wer halt nicht geguckt hat, der ist halt 0 gefahren. Ist ja logisch. Naja, 1. Okay. Also, keiner baut einen Unfall, ey. Ich glaube, ich muss hier gleich mal irgendwo einen PKW platzieren. So eine Straßensperre. Ja, guck mal, ihr habt ja alle gar keinen Verkehr. Also voll unfair. Ja, doch, ich hatte oben richtig Verkehr. Oh, hier ist richtig Verkehr sogar. Okay. Fahr doch. Der GT3, der muss ja jetzt ganz anders fahren hier. Oder muss da bremsen, das kostet alles Zeit. Hui. Sind alle schon durch? Da ist eine Zeit unter 200. Ja. Ich glaube, das bisschen mehr Flügel hat sich jetzt doch gelohnt. Damien, wo bist du gestartet? Ihr startet alle viel zu weit vorne. An der Linie hier neben. Wir sind immer ein weiter vorgerückt. Ja, immer an der Linie wurde gestartet. Ja, genau. Ja, wenn jemand freiwillig weiter vor... Okay, da ist der... DRK ist mal ordentlich in einem Auto reingepfeffert. Ist egal, der hatte ja schon 400 im Schnitt, das macht ihm jetzt nichts aus. Ach. So, jetzt sind aber alle durch, oder? Der Metro kommt gerade. Ach, Micha, ich glaube, du hast das gleiche gemacht wie du. Nicht geguckt, was du gefahren bist? Ja. Ja. Fahren wir zusammen, Micha. Ihr habt halt eins. Ja. Scheiße. So! Da hinten fährt auch noch ein. Ey, wie viel sind wir denn? 12. Ich war doch hier im Kreis, oder? Noch 3. Also wenn Dennis da ist, dann sind eigentlich alle durch. Ich fahr gerade zum zweiten Mal. Ich hab schon vergessen abzugucken. Das sah echt gut aus. Gibt's eine Trophäe für die meisten Autos, die man umgefahren hat? So, ja, heute nicht. So, egal, dann gehen wir es jetzt einfach mal schnell durch. Der Joke! 1,89,3. Okay, Dom Taylor. 911. Gigi. 225. Was bist du gefahren? 225. Nein, das Fahrzeug. Achso, GT2, krass. Nicht schlecht, ey. Gugi? Wo, 1965. Was, nochmal? 219,65. Achso, ja, das da hinten ist ja nicht so viel. Murmel? 242, neue persönliche Bestleistung. Zweiten Anlauf, 242, also. Ja, im GT3 RS. Ja, Moment, ja, gut, Murmel, okay. Im zweiten Anlauf, oder? Beim ersten Mal warst du sogar schneller, weil ich jetzt in die Wand geklatscht bin vorhin. Achso, okay. Also, das heißt, beim zweiten, es gibt keinen zweiten Durchlauf, ja, genau. Als eins. Das hätte ich auch zweimal fahren können, das ist ja witzlos. Ich war der erste sogar schneller. Murmel hat eins. So, Sucuk. Ja, da müssen wir fair bleiben, ja? Jeder hat einen Versuch, fertig. Also, Sucuk nochmal. 218,78, also 219 aufgerundet. Ja, aber Gugi war ein bisschen schneller, muss man ehrlich sein. Also, wenn es um Freibier geht, dann kriegt eher Gugi den Freibier. Super, der da Bier hast. Kriegst halt Wein, egal. Also, Galaxy? 201. Bin eher für antialkoholische Getränke. 201, Tamin? 191. 291. 191. Das ist kein Rennen. 191, als ob. 191, das ist kein Rennen. Immer noch 291. Ja, schreib's drauf. 391! Was? 491! Du hast nicht mehr, dass du so schnell fahren kannst! Ja, stimmt, die Hot Wheels Reifen, die kleben wie Sau! Ja, aber auch nur auf Plastik hier! Ja, ja, wir haben extra Plastik vorher ausgelegt. Was hat denn der Mazda hier gerade vor? So, XD? Ja, 180. Okay, Scarface? Okay. 1. Ich glaub, der mit so ja, okay. Also Murmel und Scarface sind ungefähr schnell, gleich schnell. YOLO? 207, irgendwas. 207, irgendwas, okay. Ja, meiner 1, tatsächlich krass, hat mich sogar jetzt ein bisschen gewundert. Also bis jetzt auf Murmel mit dem GT3, der ist sowieso, was der für eine Kurvenspeed gehen kann, ist eh unrealistisch. Drillistisch. Ich hatte 226,86. Oh. Mann! Und damit offiziell der schnellste, inoffiziell der zweitschnellste. Weil bei Murmel ist einfach, ja so. Lalala. Das war nicht mal der schnellste Run mit dem GT3, weil ich sag, da war eine Bande im Weg kurz. Ja, ich hatte auch Verkehr. Ich meine, jeder hat so, und ich bin zum ersten Mal, ich bin zu langsam, bla bla bla. Mi. Ihr wisst Bescheid, jeder hatte so sein kleines Checkenpferd. Der Zufallsgenerator sagt, wir fahren jetzt ein Bremstest. Wow. Oh. Ja! Sehr spannend. Das Einzige, was ich nicht wirklich kann.
Aus mit Zahlen merken. Oh, eine der Sachen, die der P1 kann. Also, denn ich weiß, ich mit dem F12 hier machen kann. Rauch machen. Also, meine hat einen extrem großen Bonus. Bei wie viel Leute ist 12? Normalerweise immer 3, dann geht's ein bisschen schneller. Immer 3 zusammen. Einfach wie wir halt gerade kommen. Einer auf dem Strich, einer links daneben, einer rechts daneben. Ach, ich geh auf den Strich. Auf. Google, ich hab auch nichts anderes von dir erwartet. Sehr nice, gefällt mir. Ich weiß doch, was du gern hast. Welche Geschwindigkeit? Was, die drei Porsche? Ach, ist doch egal. Die drei Porsche hintereinander, das sind in jedem Lauf Porsche. Oder fast jeden. Ja doch, es ging sogar in jeden, oder? Ne, bei 12 sind es 4 Läufe. Wir haben nur 3. Ja. Ich möchte gegen den MG-Metro antreten. Moderner GT2. Komm her, Micha. Nee. Wir haben nur den alten GT2. Na komm, Tamin. Ja gut, da muss ich noch irgendeiner hier vor mir reindrehen. Also kurz nochmal zum Ablauf, dass die Leute es wissen. Und die Frage kam auch, glaube ich, letztens beim, also am Wochenende, im letzten Wochenende beim Klassenduell. Darf ich nochmal kurz was dazwischen fragen? Ja. Der CLK-GTR hat doch normalerweise Heckantrieb, oder? Ja, warum? Das hat gerade nicht nach Heckantrieb ausgesehen. Oh, Disqualifikation oder was? Hm? Da hat sich einer in unser PS-Club reingeschlichen, der nicht erlaubt ist. Hm? XT, ja. Hast du ein Allrad eingebaut? Tim, da vorne ist auch Lücke frei. Ich hab den nur gut ausbalanciert. Ja. Eben noch schnell das Ding mal zeigen. Ich hab den nur gut ausbalanciert, dass die vorne wieder auch anbietet. Ach, scheiß doch drauf, ey. Ja, also kurze Erklärung nochmal, weil die Frage kam auch beim letzten Klassenduell auf, bei den Hypercars, wie das Ganze funktioniert. Also am einfachsten ist, ihr legt einfach eine persönliche Route zum Blitzer fest. Dann seht ihr nämlich schon mal, wie viel Meter ihr noch habt bis zum Bremsen. Das seht ihr auch links unten, prima bei der Minimap. Ah, dann könnt ihr ein bisschen besser abteilen, wann ihr bremsen sollt. Bremsen sollt ihr trotzdem halt erst beim Blitzer. Der Blitzer ist aber ein bisschen verzögert, also ein paar km weniger werden wahrscheinlich beim Blitzer stehen, aber das ist nicht so wild. Sobald ihr geblitzt wurdet und steht, dann bleibt ihr einfach stehen und macht erneut eine Route hier hin. Und dann seht ihr den Abstand vom Blitzer wieder weg. Also dann habt ihr den genauen Bremsweg. So in der Regel der Fall. Und das machen wir jetzt einfach Route mal. Route zum Blitzer dann erneut, nicht hierher. Geschwindigkeit würde ich sagen 300. Das kriegt jeder, glaube ich, locker ja. drauf. Ja, normalerweise schon. Kann ich dann von Magneten starten? Nein. Macht dir keinen Unterschied. Also 300 kriegst du auf jeden Fall drauf. 300 krieg ja sogar ich mit einem MG-Metro drauf und der hat keinen Top-Speed. Ich werde mal mit meinem MG. Ich würde sagen, diesmal warten wir, bis ihr vorne durch seid, oder? Weil, könnte sonst ein bisschen eng werden. Ich hab richtig verkackt. So. Ja, und jetzt kann man hier wieder Dings machen, zack, und dann weiß man die Meter. Also bei mir war schon 8 km/h weniger, wie das. Also manchmal ist es echt ein wenig verflucht. Sind, ja okay, ich gucke jetzt gerade mal schnell. Bei den Bremsspuren hier müssen wir ja eigentlich sehen, ab wann ich gebremst habe. Und dann sieht man ja auch, ob ich zu früh gebremst habe. Und das habe ich eindeutig nicht, würde ich mal behaupten. Gut. Ich hab noch mal ein Stück später. Nee, also wie gesagt, der Blitzer ist ein bisschen im Delay. Das heißt, wenn ihr genau an der Linie bremst, dann habt ihr meistens ein paar km weniger. Nee, wir fahren noch. Wir gehen nämlich schon mal an die Bar, Cookie. Da gibt's auch alkoholfreie Getränke. Alle fahren los, bremsen das fahren weiter. Das gefällt mir sehr gut. So ein alkoholfreier Cocktail wäre jetzt natürlich geil. Ja, mit ganz vielen Früchten. Ja, genau sowas. Alkohol ist ja ungesund. Aber wie, du schummelst mir Alkohol rein, das darf ich nicht mehr fahren und das ist mir wichtig. Ja, hey, ich hab einen Zweisitzer, ich kann dich auch mitnehmen. Ja, ich auch, ich kann dich auch mitnehmen. Ja, perfekt, dann trinken wir beide Alkohol. Ich sitz bei dir am Beifahrersitz und du bei mir, dann geht das schon. Genau, so machen wir das. Sind die drei fertig? Ja. Ja. Warte mal, wir könnten uns ja einen Mercedes kaufen, der kann von alleine fahren. Da kann man mit Alkohol, also alkoholisiert hinterm Steuer sitzen, ist egal, er fährt von allein. Ich glaube, gesetzlich ist das aber nicht erlaubt. Er kann es aber, also von dem her, ich war ja nicht. Klar. Ja, klar. Man könnte es ja mal versuchen, Alkohol in den Tank schütten. Ja. Noch mal vor, irgendwann loszufahren? Sind die nächsten fertig?
Ja, ja, go, go, go. Ja, Micha, das ist halt das Problem, wenn die Karre fett ist, ne? Ja, richtig. Ganz dezent weiter als der Rest. Ich hab halt noch Serienreifen drauf. Aber der kommt trotzdem sogar dafür ganz ordentlich zum Stehen. Irgendwann muss man doch auch mal den Pokal dafür verlieren. So, ich bin mal gespannt, ob jeder jetzt den Bremstest bestanden hat. Ich hab eins. Prima, es haben alle geschafft, noch auf der Landebahn zu bremsen. Bei dem Bremstest ging es eben nicht um die Meteranzahl, das war nämlich eine Verarsche, es ging nur darum, ob ihr das schafft. Also, dann sind wir durch, da machen wir doch gar nicht so lange rum. Also, nächster Vergleich ist das Gefahrenschild. Was, Gefahrenschild? Aber das sind Sprünge, ne? Oh Gott, okay, da gibt es ja eh nur eins, was geil ist, also machen wir nur das eine. Well, solltest du nicht erst notieren, wie viel wir haben? Hä? Hast du nicht zugehört oder so? Ah, nee, gibt's auch ein Gefahrenschild? Ah, nee, wir machen das, ich weiß so. Wir sparen schon Übles. Wüsste ein schwieriges, aber das ist richtig böse. Wir starten, passt mal auf, wir starten. Ne, wir fahren mal alle erstmal hier hin. Oh. Ach da. Die Kuh, oh, nee. Ist ja auch geil. Erstmal, ich führe das mal zurück und dann nochmal da vorne. Und dann wo ist da bitte ein Gefahrenschild? Jetzt aber. Das ist erstmal, oh nein. Die erste Location. Ach, warte mal, willst du das von der Richtung aus anfahren? Chill doch jetzt mal. Hab ich schon gesagt, wo es hingeht? Nee. Ich fahre jetzt erstmal dahin. So nebenbei. Kriegt jeder jetzt einen schönen Fruchtcocktail und dann fahren wir weiter. So nebenbei, mein Bremsweg war 147 Meter von 300. Ich glaube, beim Bremstest hat glaube ich, sowieso ich den geringsten gehabt, wenn ich es so nach Augenmaß gesehen habe. Ich hatte 112. Ich hatte 108. Okay, dann hattest du noch 100. Ich hatte 106. Okay, okay, alles weniger, alles gut. Ich hatte 109. 107. So, wie geht die Route jetzt weiter? Gar nicht. Ja, hier hört's auf. Sagt jetzt. Tada! Ich würde sagen, Feuer frei, alle auf einmal. Wer zuerst kommt, fliegt am weitesten. Was, wenn man sich was? Was man quasi auf dem Dach landet, dann ist es ja quasi fehlgeschlagen. Wow! Ja, dann hast du null. Also gut, der Mercedes-Fahrer, der hat sein Auto fehlgeschlagen. A1 können wir schon jedem geben, ja. Danke. Ein Meter schafft jeder, ja. Hätte ich gern ein bisschen mehr Topspeed. Ah, Micha. Ich hätte, glaube, den Flügel verstellen müssen, dann wäre ich ein bisschen schwach, egal. Und tschüss, ich werde mich schon wieder verstehen. Jetzt müssen wir nur die Kurve davor kriegen. Das ist ja für dich kein Problem, oder? Das ist beim RSV. Alter, eben nicht, ich hab den Flügel ganz flach gestellt. Du bist ja trotzdem schneller in Kurven, wie meine 1 zum Beispiel, also. Ja, ist gut, dräng mich nur ab hier von der Straße. Achtung. Ich fahr jetzt, glaube ich, lieber ein bisschen mit Safe an. Max, fahr nicht zu langsam. Ja, nee, ist super. Okay, das war jetzt nicht so gut. Der Audi. Okay, geschlagen. Ja. Ich habe ihn noch überschlagen am Ende. Ich glaube nicht, dass ich dann mit meinem Topspeed ankommen werde. Neue PB habe ich geschafft. Ja, ich musste vom Gas gehen, weil ein Audi. Ich krieg die Kurve nicht. Doch, leider ausgebremst hat. So ein fetter Bomber hier. 187. Nein, bitte nicht. 500. Wer nicht 500 schafft, hat es nicht geschafft, würde ich sagen. Also mit dem Lycan hättet ihr jetzt kein Problem gehabt, komplett über die Schlucht zu springen. Weil der kann auch zwischen zwei Hochhäuser hin und her springen. Er hätte mal lieber den Lycan genommen. Dass er noch schön im Drift im anderen Hochhaus landen. Ja, so sieht's nämlich aus. Das heißt, wir wären dann in Surfers Paradise gelandet, das wäre ein weiter Sprung gewesen. Ja. Das war 100 Meter. So. Wir kürzen das auch wieder ab, ja, weil wir wollen es nicht so in die Länge treiben. Ich würde aber sagen, wer hat 400 Meter geschafft? Oh, nicht alle auf einmal. 300. 250. Ja. Oh, okay. 260. Ja. Ja, mehr. 270. Ja. Ja. 280. Ja. Ja. Alter, ihr verarscht mich. 290. Ja, yeah, ja. Aber keine 300 dann, logischerweise. Knapp 295. 293.
Da gucke ich mal jetzt auf der besten Liste nach. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, was das ist. Was das hier ist, die beste Liste. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hatte, wenn ich ehrlich bin. Okay, die beste Liste ist bei 533. What? Ultima. Club, ey, der Busardfeder. Ey, liebe Grüße an Busardfeder. Ey, das, wenn du das auf Video hast, das will ich sehen. Ja, da bist du ja wirklich drüber gesprungen, oder? Wie viel Meter hat der? 533. Ja, der beste hat 536,5 Edelman. Ey, bei mir hat einer. Ihr seid ja voll die, er fliegt ja voll ab, ey. Also. Ja, der Ultima ist aber auch leicht hier. Ja, nee, der ist im Königseck gefahren hier. Der ist im Ultima hier im PXA 2. Ultima hat ja gar keiner vorne. Aber man gibt, kann man auch weltweit, wir gucken, was weltweit abgeht. Ja, er sieht ja nur 609 Meter, was? Im GTR. Was? Im 2002er. Sag mal den Wagen. Aber die muss man ja ganz komisch dann anfahren, oder? Dass man es schafft. Ey, krass. Der ist wirklich bis nach Surfers Paradise geflogen, ey. Guck mal, letztlich, dass er das so gepackt hat. Ich glaube, da müssen wir gar nicht weitermachen, da sind wir ja richtig schlecht. Da müssen wir. Ich wette, die haben irgendwie einen Glitch benutzt. Bin ich ja mit meinen 241. Kann schon sein, dass sie den Speed-Glitch. Den Speed-Glitch, ja. Weil das kann ich mir fast nicht vorstellen, wie man das dann schafft, so weit. Naja, ja, gut. So, ich guck mal gerade auf die Zeit. Ja, eine Disziplin kriegen wir noch durch, würde ich sagen. Und zum Ende fahren war. Ein Sprintrennen. Auch schade. Ein Sprintrennen. Wir waren noch gar nicht in der Stadt. Ich bin jetzt in der Stadt. Oh nein. In welcher Stadt? Nur weil du jetzt einen Allradler hast, oder? Hä, wieso? Was ist denn da jetzt der Vorteil? Enge Kurven. Mehr untersteuern? Beim Anbremsen? Ja, fahr mal nicht in der Stadt. Ja, XD, was soll denn der Scheiß jetzt? Ich war irritiert, weil Jodo-Tim ist gerade einfach bei mir durch ein Auto durchgefahren. Nein, du hast einen riesen Stau verursacht. Ja, jetzt ist normal, mache ich in Real Life auch immer. Tschüss, Iggy. Ja, was machen wir? Ist Dschungel-Speedway-Sprint oder was? Oder was wolltet ihr da? Ja, Dschungel. Großer Sprint. Ja, Dschungel. Dschungel. Regenwald, großer Sprint. Hier ist der eine da, der ist. Dichter Wald gibt's Road noch. Sprint. Der Maruna. Und Road. Maruna. Ach du. Der, wo er durch Byron Bay führt. Okay, dann haben wir auch ein bisschen Ding dabei. Hier, Gruppe oder so. Schön. Alle sind schon woanders hingefahren, glaube ich. Ich hab gerade die doppelte Barrel Roll geschafft. Wow. Die Audis sind weiter früher stehen geblieben. Weiter früher stehen geblieben. Ich glaube, das ist nicht ganz deutsch. Gutes Deutsch. Ja, macht nichts. Nee, das passt nicht. Kommt noch so in die Fassbahn. Spoiler, was auch sehr gewöhnlich ist. Was ist das? Spoiler, was auf. Was geht ab? Wie geil ist das denn? Screenshot, Moment. Das sieht ja geil aus. Ach, wisst ihr was, ich porte mich jetzt auch hin, ja. Jetzt hab ich noch einen Spoiler auf dem Motorhaube. Läuft auf jeden Fall. Finde ich aber unfair, wenn ihr euch das Rennen schon im Vorfeld die ganze Zeit spoilert. Der war flach. Sehr flach rein. Alter. Nie wieder höher raus. Guck mal, was sieht man. Alter, den Audi würde ich wohl nehmen, mit der Freude. Der wunderschöne Ich Freund. Bin da, wer noch? Nicht die Mama, nicht die Mama. Wir gerade in die Inter, als ich gegangen, nur schwarz kommt, wird so gelber Porsche an. Nein, noch nicht. So. Ich bin noch 3 Kilometer entfernt. Warte, ich komm schon. Ich bin ja noch nicht fertig hier. Da kam ein Audi geflogen. Klatsch gegen die Wand, nimm die Ringe vom Boden. Ups. Leider reimt sich darauf nichts mehr. Das hätte ich gesagt und ab nach Finnland, aber. So. Ich bin da eigentlich nicht runter. Dann hätte ich nämlich fliegen sollen. Hol ich schon an oder aus? An oder aus? An oder aus? Aus. 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 Also aus. Also an. Da geht's um die Driving Performance hier. Kommt ein Ferrari geflogen. Was geht denn hier ab? Aber wenn ich jetzt hier mit Regen mache, dann heult auch wieder jeder rum, ne? Ja, da müssen noch da heulen nur die Hecktriebler um. Ja, meine ich ja. Ja, du also.
Ich baue nicht über ein Allrad rein. Die Mimimi-Profis. So, jetzt starten wir aber. Aua. Wenn wir die Vorhänge auf Handschuhe schreiben, ja. Wie sich der Metro abmüht. Da fehlt halt Gewicht. Haben Mercedes Finste? Geflogen. Was? Ach, der Airbus ist online. Also, am TC. Der immer so schlecht gelaunt ist, ja, ja. Ja, die genervte Stimme. Der ist einfach nur. Er merkt direkt, die Stimmung ist heute viel lockerer, viel lustiger, ja, weil dieser Negativpol von Anthony. Boy, ey, das ist nur aus Spaß gemeint, ja. Also nicht, dass man jetzt dazu wieder sagen. Jemand falsch versteht. Der ja, gesagt, der Andi ist ein Negativpol. Ja, das. Jetzt pass auf in den Kommentaren. Ich möchte, dass Andi nicht mehr dabei ist, der zieht die Stimmung so runter. Ja. Ich möchte, dass er wieder dabei ist. So lustig mit. So, sobald das Video online ist, wird sich Andi nicht mehr hier auf PS blicken lassen wahrscheinlich. Andi weiß, dass es auch Spaß gemacht ist. Warum haben die anderen nicht? Ich hab extra trocken eingestellt, die Straße ist trotzdem was. Ist ja auch ein Regenwald. Ups. Das heißt aber nicht nasser Asphaltwald. Das ist ein Asphaltwald. Beim Keller soll es auch trocken sein, aber doch unsere Nachbarin kriegt das Wasser. Asphaltwald, jetzt müssen wir wieder auf die Theorie zurückkommen. Vorher war alles asphaltiert. Ja, im Regenwald behaupte ich das mal nicht. Das ist eher. Deine Reifen fallen, Ray, das ist glaube ich nicht normal. Da heißt es dann bei der Nacht. Das ist das Wasser, weil die Reifen so heiß, da verdampft es instantly. Da heißt bei der Nachbarin, mir ist was im Waschbecken daneben gelaufen. Also muss man mit deinen Reifen zu seiner Nachbarin kommen. Speed, das ist total unrealistisch. Das war alles. Das hast du davon. Es hätte was küsst die Wand, dass sie nie wieder los. Oh Gott! Nein, er hat nichts mehr. Ey! Wo kommt denn die Wand her? Das Problem ist, da kommt eine ganz Wand. Die ist gerade auf die Straße gesprungen, die Wand. Das hab ich genau gesehen. Ich habe ja einen 1000-mal längeren Bremsweg. Tausendmal. Tausendmal gegen die Wand gefahren? Voll. Ja, das war so klar. Da oben mache ich jetzt mal den Tamin. Wenn ich doch mit nasser Strecke machen soll. Scheiße, hat funktioniert. Kontrollpunkt verpasst, als ob. Nein! Aber man muss auch sagen, das ist eine sehr, sehr gute weiche Strecke. Der GT3 ist nur in schnellen Kurven gut. Gut, das ist echt gut. Gut, dass es gemacht hat. Der ist in relativ allen Kurven. Ne, hab ich nicht für P1 geholt. Ja. Ja. Das war knapp. Ich bin trotzdem sehr zufrieden mit der Leistung des Turbo S. Ja, ich auch mit die vom R8, also Respekt hier. Ich bin nicht zufrieden mit der Bodenhaftung des Ferrari. Schlussendlich kann man nur sagen, den 900 PS Club hat eigentlich nur ein Fahrzeug regelrecht dominiert und gesagt, hier, das ist das Auto, mit dem man mit 900 PS hier wirklich performen kann. Der MG Metro. Das war der MG Metro. Ja. Und deswegen würde ich sagen, sind wir für diese Folge raus. Ich bedanke mich fürs Einschalten, ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten PS Club. Wir haben noch den 1000 PS offen, wir haben noch den 100, den 200, ich glaube den 800 haben wir auch noch. Ich würde sagen, wir sind raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und tschüss. Ciao. 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 Tschüss. Das war jetzt nur das Piepen am Ende, oder? Ja, das hat ein Delay. Tut mir leid.